Yippie-yay, Bierfreunde. Ja, das ist Lars. Das ist Bumm. Wir sind von Brewhammer und wir stellen euch heute New England Style Pale Ale vor. Als erstes dazu gibt es den Mr. J, den freundlichen Frosch von der Buddelschip Brauerei aus Hamburg. Aus der Mister-Serie, da gibt es ein paar Buchstaben mehr, ne? Mr. B, Mr. K, Mr. J, Mr. Mr. T. T, meiner Meinung Klingt nach ziemlich die cool. geilste Serie von Buddelschip. Weil es einfach die. Ah, aber ich stehe halt auf die krassen Sachen. Mit dem Pilz brauchst du mir nicht kommen. Aber die haben auch Mr. W, Ja. das New Era Style Pilz. Also die Mister-Serie von Buddelschip ist, finde ich, immer noch mal so ein. Noch ein Tick Also krasser. Buddelschip hat eine interessante Core-Range, ganz gute Klassiker, aber eben auch mit der Mister-Serie einige Was ausgefallen ist. Einige gebumste Biere, hart gebumste Biere. Also, gebumste wir haben hier ein New England Style Pale Ale. New England Style bedeutet vieles. Vor allem gehen wir jetzt mal auf die Farbe und die Optik ein. Es ist trüb, es ist sehr hell. Ja. Und es riecht nach tropischen. Tropische Früchte, mega geil. Überhaupt kein Muff, kein Getreide, kein Biergeruch im Grunde, eigentlich nur Hopfenaromatik vom Allerfeinsten. Ja, Maracuja finde ich Ja. ist da drin. Kann man vielleicht sogar so ein bisschen Ananas. Tropenfruchtigkeit im Allgemeinen. Ey, geil. Leute, ich kann es nicht Obstkorb. erwarten. Ich muss. Prost. Super leicht, fruchtig, im Mund leicht perlend, ganz, ganz geschmeidig, sehr erfrischend und dann im Abgang noch so ein bisschen die Harzigkeit vom Hopfen und eine ganz milde Bitternote und dann war's das. Also das finde ich, das tut überhaupt nicht weh, das Bier. Nein. Aber es ist auch nicht, es ist nicht schlicht und dumpf, Nö, nö. sondern es spielt auf der Klaviatur der Hopfenaromen eine Ja, ja, ganz ja. feine Melodie. Aber halt auch nicht zu stark. Das ist das Schöne. Wir sind ja aktuell in so einer Zeit, in der die ganzen New England Style IPAs Double, Triple, Hopped, bla, bla, bla sind. Das ist natürlich alles wunderbar, schön und gut, aber das ist Aber immer nicht so. alltagstauglich. Nee, und es haut auch immer so dermaßen rein und irgendwann bist du auch vollkommen überlastet. Du kannst schon den Unterschied zwischen den ganzen verschiedenen Bieren manchmal gar nicht mehr rausschmecken. Und das ist elegant. Ja, und es ist zurückgenommen und es ist so ein bisschen understatement-mäßig. Es Und ist so Hamburger, mega erfrischend. Hanseatischer und ganz, ganz gut balanciert einfach, Ja, dieses ja, Bier. Also für alle die, Hervorragend. Ich die es mag's. hart bitter herb mögen, ist es nichts. Also wenn jetzt einer irgendwie auf sein bitteres Pilz irgendwie abfährt, das hat mit Sicherheit mehr Hopfen als das Pilz, aber der Hopfen ist halt wirklich, also ganz geschmeidig. Also du schmeckst wirklich, dass da ist kaum Bitterhopfen drin. Das ist nur schöne Aromatik, wahrscheinlich fast nur amerikanische Hopfen, so wie die schmecken, größtenteils. Also, ja. Und ein schönes Mundgefühl. Erreicht wird das bei dieser Art Bier oft durch Hafer, Hafermalz, Haferflocken, damit es so eine schöne So eine Cremigkeit, Geschmeidigkeit, ja. Cremigkeit So eine bekommt, milchig-cremige ohne dass es jetzt Saftigkeit. zu viel Volumen aufbaut. Und das ist absolut gelungen. Wir haben noch ein zweites hier. Der Farbton ganz ähnlich der Dose. Das Choose Willis New England Style Pale Ale von Sudden Death Brewing. Oh yeah, Leute. Timmendorf rockt. This beer is dedicated to John McLean, steht da drauf. Ja, also passt auf, Leute. Wir machen es auf. Ich muss nochmal austrinken. Sudden Death, muss man kurz sagen, norddeutsche Brauerei, Timmendorfer Strand, aber schon als Gypsy Brewer ziemlich viel Ja, unterwegs, ne? weltweit unterwegs. Ich glaube, der deutsche Markt ist schon nicht mal mehr ihr größter Markt. Also, Schöne Geschichte. ja. Das ist Leute, die Sudden Death,
Eishockey-Fans, ne? Mhm. Dass die es geschafft haben, mit lustigen Namen und wilden Etiketten, aber auch einer wirklich hohen Bierqualität zu punkten. Also vor allem mit krassen Hopfengraden. Sudden Death ist bekannt für oberheftig gehopfte, mega extreme New England Style IPAs. Und das Juice Willis ist quasi das Kinderbier. Weißt du, die gehen hoch bis 10 Umdrehungen, dreimal nachgehopft, bah, brutal. Aber hier entscheidet es sich, ne? Also diese krassen Geschichten, das muss man können, das muss man auch wollen. Wir beurteilen jetzt mal ein Bier, was wo Fehler vielleicht auch nicht so leicht verziehen werden. Ne? Ja, also tatsächlich, es muss nicht jedes Mal völlig durchdrehen. Auch hier wieder eine schöne Fruchtnote. Mhm. Gar nicht so sieht auch, anders. Sieht noch drüber aus. Noch ne? drüber, das war zu erwarten. Wenn alle Regler... Richtig orangensaftmäßig. Aufgedreht. Ich kann nicht sagen. Die Fruchtnote hier, die ist ein bisschen herber. Ich würde tatsächlich sagen, passionsfruchtig eher. Mhm. Ja, und es ist auch ein Tick bitterer. Also es ist schon ein bisschen mehr. Das war zu erwarten von Sudden Death. Das war von Sudden Death zu erwarten. Das wird etwas härter. Hier sind auch tatsächlich... Diese kräuterigen, harzigen Noten vom Hopfen stärker durchgehend. Also das Erste, was wir hatten, mehr so ganz klar voll Fruchtsaftrichtung. Mhm. Hier fruchtig mit so einer markanten Harzigkeit. Ja. Ist schon ein bisschen Maschinenpistole im Anschlag. Mhm. Ne? Also das ist John McClane. Ja, man muss schon aufpassen. Also wenn du nicht zäh bist, macht es dich tot. Na, aber ansonsten, ist auch ein geiles Zeug wieder. Super lecker. Da braucht man gar nicht. Und vor allem in so einer schönen Dose mit dieser Menge 04. Ne? 044. Ja. Das ist ja quasi die neue Standardgröße für cooles Bier. Mhm. Da kann man sich eine gewisse Zeit mit aufhalten, aber man kann es eben auch alleine mal gut trinken. So, das finde ich, ist dieser Balanceakt. Dass man jetzt nicht so ein Bier hat, wo man sagt, oh, das überfordert mich, sondern es ist sehr gut trinkbar, aber es ist auch spannend. Leute. Spannend darf, magst du nicht, ne? Wenn man es spannend sagt. Doch, spannend ist schon mal okay. Juice Willis. Oh. Sympathischer Typ mit Ananas auf dem Kopf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch schmecken die Biere. Daumt uns. Daumen nach oben. Abonnieren und dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Yippie-yay. Du knallst das nur weg, ne? Das ist gutes Zeug. Ich muss noch ein bisschen dran arbeiten. Ich hab noch was. Hier ist noch was drin.